habe da schon alles beschriftet. Ja, so Beschriftungen, die sind immer ganz hilfreich, wenn man irgendwie Dinge bastelt. Insbesondere, wenn es wie hier zum Beispiel Kabel sind, wo man nicht direkt sehen kann, wo es hingeht. Oder auch irgendwie Packungen sind, wo man von außen sehen möchte, was denn da drin steckt. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Ich möchte Dinge beschriften und ja, mein Ziel ist es allerdings, das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Und zwar möchte ich am Schluss irgendwo auf meinem PC, auf meinem Laptop, auf meinem Tablet, auf meinem Handy, whatever, einen Text eingeben können und danach am Ende mein wunderschönes Etikett in der Hand haben. So, wenn wir jetzt also Dinge beschriften wollen, dann bietet sich sowas hier an. Das ist ein Dymo Label Printer für einen PC. Den hatte ich ja schon mal gezeigt, wie ich ihn repariert hatte. Und ja, die Bänder sind zwar ein bisschen nervig, aber sie haben ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Und die Nachbauten kriegt man relativ günstig. Ich verlinke euch dann auch ein Video, ich glaube von Big Life war es, wo er mal erklärt hat, wie die funktionieren, wie die das Ganze einschweißen. Der hier, der ist normalerweise gedacht für Netzteil plus einen USB-Anschluss, um an einen PC dran zu gehen. Hat es irgendwann schon mal umgebaut auf Center Positive, weil die Dinger sind Center Negativ und das tut man nicht. Aber es ist ein bisschen nervig, jedes Mal hier hinzugehen, dieses Ding an den PC anzuschließen, zu gucken, ob die Treiber da sind und dann da ein oder zwei Label zu drucken. Deswegen würde ich das gerne ein bisschen autonomer haben. So. Ich meine, hier war noch ein bisschen Platz drin. Das heißt also, schmeißen wir noch irgendwas rein, was USB spricht und dann zum Beispiel per WLAN, wäre so meine Idee, WLAN oder Netzwerkkabel, da eine Steuerung zulässt. Stromversorgung, mal gucken, vielleicht lasse ich sie so mit diesen 9 bis 12 Volt, vielleicht aber auch USB einfach benutzen und die 5 Volt, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Mal gucken. So, hab da mal geguckt, was könnte ich als Controller benutzen. Erste, was mir in die Hand gefallen ist, war der hier. Ich glaube, das war irgend so ein alter Router. Kein USB, bringt uns nichts. Bin da beim Carambola gelandet. Der würde funktionieren. Der hat LAN, der hat WLAN und der hat USB, wie man unschwer erkennen kann. Aber relativ groß. Das hier könnte man theoretisch nutzen, aber ich glaube, wenn ich nur das benutze, muss ich noch extern irgendwelche Spannungsregulierungen und die USB-Buchse. Wird knapp. Hab dann noch die Box hier gefunden. Irgendwann hatte ich mir mal diesen Omega Onion geholt. Und der ist schon ein bisschen kompakter. Das hier ist im Prinzip das komplette Kit für USB, Stromversorgung, USB-Host Richtung Drucker und USB und WLAN hier auf dem Modul. Das können wir so eigentlich schon benutzen, im Zweifelsfall. Ich habe noch die kleinen davon, das ist nur das Modul hier. Da müsste man dann auch wieder gucken mit der Stromversorgung, USB direkt ranlöten, würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Also ich denke, ich werde mit dem Omega hier laufen. Die Software von denen, die ist zwar, sie ist vorhanden, es gibt eine Software, aber sie ist nicht gut. Also zum Beispiel eine schöne Sache, das Ding ist wirklich nur für den amerikanischen Markt gebaut gewesen, deswegen kann man bei 2,4 GHz den WLAN-Kanal 13 nicht benutzen. Warum? Mal gucken damit vielleicht, aber erstmal müssen wir gucken, was wir überhaupt an Platz haben. Also ich habe glaube ich schon die Hälfte der Schrauben draußen gelassen damals, mit etwas Glück. Finde ich noch einen Schraubenzieher, der hier reinpasst, weil der hier tut es nicht. Dann gucken wir mal, wie viel Platz wir da drin haben, ob wir da WLAN und so noch drin unterbekommen. So, jetzt aber. Okay, da sind wir doch. Und ist doch etwas weniger Platz, als ich das in Erinnerung hatte, aber na, das könnte sogar mit dem Großen hier noch halbwegs mit ein bisschen Biegen und Brechen reinpassen, ohne dass ich auf das Board verzichten muss und selber Zeug dran basteln muss. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, gut. Was brauchen wir noch? Im Prinzip, ich bräuchte etwas, um die Stromversorgung sicherzustellen. Der hier, wie gesagt, der braucht so 9 bis 12 Volt war es, glaube ich. Muss ich mal gucken, ob der am Eingang direkt einen Spannungsregler hat, auf irgendwas Kleineres, oder ob er wirklich die 9 Volt irgendwo für Druckkopf oder so braucht. Upala, weil hier ist das Kabel ein bisschen kaputt. Ist das ein Schalter, ob das Gehäuse zu ist? Das ist der Schalter für den Deckel. Okay. Wenn er
9 Volt brauche, muss hier noch ein Step-Up rein, wenn ich es per USB betreiben möchte. Sollte aber auch gehen, so viel Strom braucht er eigentlich nicht. Gut, ja, dann schauen wir mal, wie wir den ganzen Kram unterkriegen. USB werde ich, oh, das ist SMD. USB werde ich mal gucken, dass ich den direkt, ach perfekt, nevermind. Hier ist USB plus minus auf Pins. Kann ich direkt einstecken oder anlöten und von da aus hier auf die Kabel oder die einfach dran löten, das geht einfacher. Dann haben wir USB schon mal hier drauf. USB-Stromversorgung, irgendeine Buchse, vielleicht sogar die hier weiter benutzen, müsste gehen. Ja, gut. Vielleicht sollte ich erstmal den Omega so weit machen, dass der eine IP bekommt und auch auf meinen Kanälen funkt. Und dafür verweise ich einfach mal auf ein älteres Video, das ist die 378. Da hatte ich nämlich gezeigt, wie man auf den Onion Omega 2 hier ein OpenWRT drauf bekommt. Also Standard Linux. Und dadurch hat man dann auch deutlich mehr Funktionen als mit dem Original Onion OS. Kann einfacher die Treiber so umbiegen, dass sie auch in Europa sauber funktionieren. Kann sich gut mit dem WLAN verbinden oder halt selber ein WLAN aufmachen. Je nachdem, was man braucht. Und ja, das ist dann jetzt Basis für das, was ich hier vorhab. Fehlen noch zwei Dinge. Nummer 1 die Hardware und Nummer 2 die Software. Ist ja nicht so viel, ne? Bisschen Hardware, bisschen Software kriegen wir nebenbei hin. Fangen wir einfach mal mit der Hardware an, weil Ding liegt eh hier gerade schon auseinandergebaut. Wie schon gesagt, ich möchte möglichst den Omega hier mit dem Development Board da reinmachen. Einfach weil da die ganze Stromversorgung und so schon drauf ist. Das dürfte vom Platz auch noch funktionieren, allerdings nur so lange, wie ich kein USB einstecke oder irgendwas anderes. Also, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich nichts einstecken muss. Glücklicherweise haben wir aber hier hinten ja diese wunderschöne Buchsenleiste. Da können wir ganz einfach dran und ich bin hingegangen und habe hier Drähte dran gelötet, wie man hier sehen kann, einfach an die SMD-Pads. Das ist einmal plus 5 Volt, Ground und die USB Plus und USB Minus Pins. Die habe ich mir auch noch mitgenommen. Und diese vier Käbelchen sind im Prinzip auch alles, was wir brauchen. Die 5 Volt und Ground für die Stromversorgung vom Omega und USB für die Datenkommunikation. Mehr haben wir nicht. Als Platz habe ich mir hier diese Stelle ausgeguckt. Das ist an der Rückseite. Da ist mehr als genug Platz, wie wir sehen können. Jede Menge Hohlraum. Das Einzige, was ein Problem ist, wir sehen da hinten die Feder, das ist von dem Deckelmechanismus. Feder ist Metall, also zur Sicherheit nochmal hinten ein bisschen Gaffertape einfach drüber über das Development Board, dass wir keine Kurzschlüsse bekommen. Und dann passt das hier, als ob das so geplant worden wäre, da rein. Der Omega ist sogar schön weit oben, das heißt also, der sollte da auch halbwegs WLAN-Empfang bekommen. Das Gehäuse ist ja ohnehin Plastik, das heißt, das müsste eigentlich funktionieren. Das Einzige, was mir erst später aufgefallen ist, naja, in dem anderen Deckel, da ist noch irgendein Plastikhalter. Ich bin mir nicht 100% sicher, wofür der ist. Also ich habe nichts gesehen, wo er reingeht. Ich habe ihn einfach weggemacht, wie wir hier sehen können. Und ja, damit ist für mich das Thema eigentlich auch erledigt. Sah halt nicht so aus, ob der irgendwo für gebraucht wird. Vielleicht für ein anderes Modell oder so. Hier war es nur im Weg, also weg damit. Der nächste Punkt ist das Thema Stromversorgung. Ich hatte ja schon gesagt, ich möchte das möglichst per USB betreiben. USB hat 5 Volt. Das Ding hier ist angegeben mit so 9 bis 12 Volt. Ich gehe davon aus, dass ich das auch nicht wirklich drücken kann. Ich gehe davon aus, 9 Volt klingt auch so nach Druckkopf, dass wir die tatsächlich brauchen. Also habe ich mir hier so ein Step-Up-Modul geholt. Die können üblicherweise, wenn man den Angaben des Herstellers glaubt, so 1 bis 2 Ampere am Ausgang. Oder am Eingang muss ich ja sagen, bei Step-Up ist es ja andersrum. Von 5 Volt auf 9 Volt, sagen wir mal irgendwie das Doppelte. Das heißt, selbst wenn wir jetzt mal sagen 1 Ampere, 500 mA am Ausgang kriegen wir hin. Das müsste eigentlich reichen. Insbesondere, da ich hohe Ströme eigentlich nur dann erwarte, wenn es wirklich irgendwie ans Drucken geht. Und naja, man druckt selten ein komplett schwarzes Etikett. Das heißt also, dieser Strom dürfte auch eher nicht dauerhafter auftreten. Und so kurze Pulse, die können wir ja auch mit einem Kondensator im Zweifelsfall ausgleichen. Das Board hatte da ja einen relativ großen. Wie man sehen kann, ich habe hier nur 3 Kabel dran. Eingang Plus, Ausgang Plus und ein Minus. Das hat einfach damit zu tun, dass der Minus durch verbunden ist. Eigentlich sollte man es nicht machen, weil es beim Thema EMV eventuell Probleme geben kann. Aber dadurch, dass wir viel Kapazität auf dem Board drauf haben, was original da ist, erwarte ich nicht, dass sich da was aufschaukelt. Von daher habe ich mir da ein Kabel mal gespart. Jetzt muss das Ganze nur noch zusammen und ja, es sieht ein bisschen chaotisch aus, also gehen wir einmal durch.
Die Originalverbindungen habe ich gelassen. Das heißt, wir haben USB plus minus und Daten plus minus jeweils auf die Pins. Und wir haben die Eingangsspannung von dieser DC-Hohlbuchse auf die Pins für 9 Volt. Da sind hier links die beiden. Eigentlich wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die USB-Buchse hinten die Datenkanäle abzuklemmen, sodass die sich nicht in die Quere kommen. Aber zum Debuggen lasse ich es jetzt erstmal so. Ist einfacher, wenn ich wieder was umklemmen muss auf den alten Stand. Was ich dann gemacht habe, ist den Onion parallel geschaltet. Das heißt also auch der an die USB-Pins plus 5 Volt, Daten minus, Daten plus und Ground. Das sind die vier, dass der schon mal laufen dürfte. Und der Step-Up, naja, Ground hängt an Ground. Der Eingangspin, der hängt an den 5 Volt USB und der Ausgangspin entsprechend an der 9 Volt Schnittstelle. Das Ding habe ich natürlich dann auch passend auf 9 Volt eingestellt und in dem Fall hier an der Vorderseite unter der LED versenkt. Da war noch jede Menge Platz, also auch da kein Problem. Von außen sieht man eigentlich keinen Unterschied jetzt zu dem, wie es vorher war, aber wenn wir einschalten, sehen wir entsprechend den WLAN oder, da ich das Ding vorkonfiguriert hatte, das Ding sehe ich in meinem WLAN. Und kann entsprechend darauf verbinden. Also, nur haben wir eine Konsole, können LS-USB machen und sehen einen Drucker. Juhu, bringt uns aber erstmal nur so mäßig viel. Wir wollen ja noch ein bisschen was damit tun. Also, welche Optionen haben wir? Nun, die erste Option wäre einfach das zu machen, was viele Router machen, nämlich USB-IP. Das heißt also, wir nehmen den USB-Port und tunneln den einfach über das Netzwerk, was wir haben, zu irgendeiner anderen Kiste. Da läuft dann ein Client und stellt den USB-Port bereit. Das hat den wunderschönen Vorteil, dass wir im Prinzip in das USB von unserem Omega alles reinstecken können, was wir wollen. Zum Beispiel aktuell halt den Drucker. Und der kommt 1:1 dann an meinem PC raus, als ob ich ihn lokal angeschlossen hätte. Dieses Konzept, das hat aber zwei Nachteile. Nummer eins, naja, es ist wirklich nur USB. Das heißt, auf dem PC, wo es ankommt, da muss ich dann auch den Treiber für den Drucker installieren. Ansonsten gibt das keinen. Und das war ja so ein Ding, was ich vermeiden wollte, weil spätestens, wenn wir vom Handy reden, ist halt weder der USB-IP-Client noch der Treiber irgendwie eine Option. Und der zweite Punkt, naja, das Ding ist nicht multi-user-fähig. Üblicherweise kann bei den Systemen immer nur ein Rechner verbunden sein, das heißt mal schnell hin und her springen ist auch nicht. Die nächste Möglichkeit, das ist einen Print-Server zu nutzen. Bei OpenWrt ist da zum Beispiel der P910ND drauf. Das ist ein System, was im Prinzip den Drucker schon mal ins System einbindet und dann über ein Interface bereitstellt. Üblicherweise über den Port 9100, daher der Name. Das sind diese alten, ich glaube, HP-Printboxen waren das ursprünglich. Es ist im Prinzip ein roher TCP-Port, wo wir dann Druckdaten hinsenden können. Damit lösen wir auf jeden Fall schon mal ein Problem, denn dadurch, dass das jetzt ein TCP-Socket ist, können wir mit mehreren Geräten da drauf gehen. Und so ein Drucker-Support für Netzwerkdrucker, den haben wir eigentlich in allen gängigen Betriebssystemen, sogar mobil in vielen Fällen. Aber wir schicken die Druckdaten dahin. Die müssen für den Drucker bereits aufbereitet sein, das heißt auch hier brauche ich den Treiber auf den Endgeräten. Ist also auch nicht das, was ich haben möchte. Das heißt, uns bleibt nur noch eine Option. Wir müssen wirklich komplett Druckserver spielen. Das heißt also nicht nur, dass wir den Drucker ins System einbinden müssen und per TCP bereitstellen müssen, sondern wir müssen auf diesem Omega auch gleichzeitig noch sämtliche Filter haben, sodass wir eingehende Druckdaten, die in irgendeinem offenen Format, wie zum Beispiel PostScript sind, entgegennehmen können, die intern in dem Omega für den Drucker aufbereiten können und dann weitergeben können. Unter Linux, dafür nutzt man da üblicherweise CUPS, das Common Unix Printing System. Das ist ursprünglich, glaube ich, von Apple. Das kann das Ganze, aber es gibt einen kleinen Haken. Wenn wir nämlich hier mal nach CUPS suchen in dem Software Repository, naja, da steht leider nichts dabei. Das, was wir hier haben, ist alles APC-UPS, das ist für USVs und das hilft uns nicht weiter. Wir sehen aber ja auch, hier sind Build Instructions. And you wouldn't believe what I did next, ne? Ja, wir kommen dann jetzt zum wunderschönen Segment, wie zum Geier ich OpenWrt auf dieses Ding hier gebaut habe. Falls euch so Software nicht liegt, unten ist wie gesagt so Inhaltsverzeichnis, Zeitmarken und so weiter. Ihr dürft es gerne überspringen und dann am Ende gucken, wie ich den Rest gemacht habe. Also fangen wir mal an. Das erste, was wir brauchen, das sind die ganzen Quellen für OpenWrt.
Wie das funktioniert, hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Ansonsten gibt es auch eine wunderschöne Beschreibung bei OpenWRT selber. Im Prinzip braucht man ein System, welches das Ganze bauen kann. Üblicherweise nutzt man Debian oder sowas. Dann lädt man die Quelltexte runter, inklusive allen Subrepositories. Das sind ein paar Befehle, die muss man eingeben. Und am Schluss gibt es dann ein Make-Menu-Config. Das dauert dann wieder einen kleinen Moment und dann bekommen wir dieses wunderschöne Menü hier, wo wir alles, was auf jeden Fall im System schon mal drin ist, was also von OpenWRT unterstützt wird, ausgewählt werden kann. Das ist für uns natürlich sehr praktisch, weil Kups haben wir ja gesehen, es ist zwar nicht standardmäßig dabei, aber es wird unterstützt. Also gehen wir mal durch. Das erste, was ich allerdings gemacht habe, das ist jetzt ein bisschen was anderes. Ich musste nämlich natürlich erstmal dafür sorgen, da das hier ein generisches Ding ist, dass das auch auf unserem Omega Onion läuft, den ich gerade da vor der Nase habe. Entsprechend habe ich dann das Target-System hier umgestellt auf diesen Chip, der drin ist. Das ist ein MediaTek Ralink MIPS-Dinger. Wenn ich das gemacht habe, gibt es hier bei den Subboards dann entsprechend auch dieses MT76X8. Und last but not least Target-Profile. Da sollte jetzt der Omega Onion drin sein und da ist er. Wunderschön. Das heißt, ab jetzt sind wir auch in der Lage, dafür was zu bauen, was dann auf dem Router hier laufen sollte. Aber naja, bisher nur Standardding, also gucken wir mal weiter unter Libraries und unter C sehe ich kein Kups, das ist schon mal schlecht. Also drücken wir mal die Schräger-Taste, damit kann man suchen und suchen wir einfach mal nach Kups. Hier haben wir wieder den APC-UPS-D ein paar Mal dabei, aber auch hier, wenn wir ein bisschen runterscrollen, das sieht gut aus, Package Libkups, das Common Unix Printing System Core Library. Wir sehen aber auch darunter Selects, das heißt also, wir müssen eine Menge Zeug da noch zusätzlich installieren. Theoretisch wird es automatisch ausgewählt, ich habe es mir aber trotzdem mal rauskopiert und alles per Hand auf Ja gesetzt, nur um sicher zu gehen. Und ja, am Ende können wir einfach dann sagen Make und der fängt an, unser System hier zu bauen. Aber das ist leider nur die halbe Wahrheit, denn wenn ich das Image installiere, kann ich damit nicht ganz so viel anfangen. Zum einen hat das Kups bei mir nicht wirklich funktioniert. Und zum zweiten fehlen da Treiber. Ja, das ist eher ungünstig und hat dann dazu geführt, dass ich eventuell ein bisschen da Dinge gebaut habe. Und die Abhilfe, naja, die sieht fast hier so aus. Das hier, das ist das Repository Ledekups von Graphi. Ja, Lede, das war mal zeitweise ein anderer Name für OpenWRT. Ist also schon was her. Wir sehen hier auch seit 3 Jahren keine Updates. Und this repository is no longer maintained. Das ist natürlich eben schön. Aber der hier, der hat halt ein Paket namens Kups, was uns eigentlich weiterhelfen würde. Das wurde aber mal geforkt. Das ist ja das Schöne bei Open Source, jeder kann forken. Und zwar von LLLRRR. Der hat das Ganze geforkt, hat es vor 2 Jahren ein bisschen aktualisiert und es ist no longer maintained. Glücklicherweise hat The MMC Official das Ganze geforkt und hat es vor 2 Jahren auch wieder ein bisschen aktualisiert, inklusive, jetzt wird es interessant, Kups Dymo, das heißt also Treibern für Dymo Label Drucker. Okay, langsam haben wir das Ding hier ein bisschen weiter auseinandergenommen und naja, was macht man erstmal, wenn man das benutzen möchte? Richtig, ich habe es auch nochmal geforkt und habe da auch noch mal ein paar Dinge geändert. Im Endeffekt ist auch das hier mehr oder weniger unmaintained. Allerdings, ja, beim letzten Mal hat es noch irgendwie gebaut. Und was hier drin ist, das ist eine Menge. Das ist nämlich nicht nur das Libkups, was wir eben hatten, sondern wir haben auch Kups selber. Wir haben Kups BSD mit so Utilities wie LPR. Das ist also, um drucken zu können lokal. Es ist Libkups Image dabei, eine Library, die, wie eben schon erklärt, Daten, die reinkommen, aufbereiten kann. Und das arbeitet in Zusammenarbeit mit diesen Kups Filters Lite und Kups PPDC und alles andere hier unten, die entsprechend dann die Konvertierung von zum Beispiel JPEG, PNG, TIFF, aber auch PostScript oder ähnliches ins Dymo-Format machen können. Und last but not least haben wir hier dann noch Kups Client, das ist dann auch nochmal hier LP oder sowas. Dinge, mit denen man drucken kann. Uff, so, das ist jetzt eine Menge Zeugs, aber es ist da. Ja, was man machen muss, ist hier unten auch entsprechend beschrieben. Man klont sich OpenWRT,
holt gegebenenfalls die passenden Versionen und was am Ende gemacht wird, ist hier diese Source auf das Repository einfach in die Feeds-Datei zu schreiben. Dann weiß OpenWrt entsprechend, dass er das Repo hier auch mit benutzen soll. Wird dann entsprechend automatisch mit aktualisiert und wir sehen hier schon in make-menu-config können wir dann unter Printing Cups als M setzen. Und da sollte dann theoretisch alles drauf sein. Und gerade nochmal zum Abgleich hier im Original, wenn wir gucken, Library, Printing, hier ist keiner drin. Und wenn wir jetzt hier in eins wechseln, in einen Build-Root, wo ich den Feed eingetragen habe, da haben wir dann unter Printing hier die Einträge, die ich gesucht habe, in dem Fall hier Cups Dymo, also genau das, was ich haben wollte. Fein. Und ich habe neben dem Cups eventuell dann auch noch ein PHP installiert. Ja, ich weiß, es ist eine alte Version. Ist schon ein bisschen was her, dass ich das kompiliert habe. Aber erschien mir jetzt so als einfachste Möglichkeit, da ein halbwegs komplexes Webinterface zu bauen. Alternative wäre halt, glaube ich, Lua gewesen, was vorinstalliert ist. Aber ne, war genügend Platz für PHP. PHP kenne ich halbwegs. Von daher machen wir das. Und hier, so sieht das aus. Dymo as a Service. Ja, wir haben hier oben was Weißes, wir haben hier drunter ein paar Einstellungen. Das hier oben, das ist, stellt unser Band dar, das heißt, wir können hier die Bandbreite einstellen, no pun intended, und natürlich auch, wie weit das Ding sein soll, oder das Ganze automatisch hier generieren lassen. So, wenn wir das hier machen, können wir erstmal einen Text hinzufügen, Text 1, 2, 3, und wir sehen hier oben schon Text 1, 2, 3. Es gibt irgendwie so 1, 2 Fonts, die ich vorinstalliert habe. Das sind einfach irgendwelche TTFs, die auf dem Ding drauf liegen. Und wir können dann hier per Drag and Drop das Ganze entsprechend machen. Können auch einen Barcode dazu machen. Wir gucken, einen schönen QR-Code irgendwie daneben. Oder natürlich auch irgendwas anderes, ein ERN. Und ja, wie man sieht, ab und zu geht es so ein bisschen kaputt. Bin mir gerade nicht sicher, was der jetzt schon wieder für ein Problem hat, aber... Es kann jetzt sein, weil ich hier gerade das im anderen Netz betreibe, dass da irgendwas mit den IPs nicht stimmt. Man kann sich hier auf jeden Fall so sein Ding zusammenstellen, kann sogar Bilder hinzufügen, wenn das ein Thema ist. Die werden dann eigentlich auch in Schwarz-Weiß umgewandelt und entsprechend kann man die dann hier platzieren, wie man das machen will. So stellt man sich dann sein Label zusammen, kann dann entsprechend noch später nochmal hier irgendwie die Textbreite und so einstellen, wenn das ein Thema ist. Und wenn man das alles gemacht hat, und dann können wir hier auf Print gehen und dann passiert Magie. Die Magie können wir uns hier angucken. Das ist jetzt mal so das, was hier drin liegt. Wir haben entsprechend den Editor, den haben wir ja gerade schon gesehen. Dann haben wir etwas, um Text zu generieren. Und das Einzige, was der hier halt macht, ist aus so ein paar TTFs, die ich irgendwie gefunden habe, die hier auf dem Ding drauf lagen, ein Image generieren. Mit transparentem Background und allem natürlich. Und am Ende ist das Ganze lediglich eine PNG-Datei. Das heißt, wenn wir einen Text generieren, ist es eine PNG. Und genauso geht das dann auch mit Barcode und anderen Dingen. Ich glaube, Image ist dann für den Bild-Upload, ist also alles irgendwie mit Dithering und so weiter zusammenkopiert. Und was wir machen, wenn wir drucken? Naja, wir rufen die Print-PHP auf und der macht relativ wenig. Das Einzige, was er nämlich holt, ist die ganzen Sachen, die wir generiert haben, die Bilder und Texte und so, die bekommt er als JSON. Aus diesem JSON baut er dann wieder ein Bild zusammen, entsprechend dann weißer Hintergrund und die ganzen Sachen, die ganzen Bilder, die wir vorher generiert haben, also im Sinne von Text und Barcodes, die werden hier eingefügt. Das Ganze wird als Bild in schräger TMP wirklich ausgegeben. Es ist also tatsächlich einfach eine PNG. Und danach wird LPR aufgerufen, das ist einer von diesen Druckbefehlen. Printer ist $Printer, also Dymo Label Manager PC2. Media ist ein Custom mit der entsprechenden Breite und Höhe. Und ja, Fit to Page, Datei und damit wird das Ganze dann hier gedruckt. Es gibt leider dabei ein großes Problem. Denn ihr erinnert euch dran, was ich gesagt habe, dass das Ding hier automatisch über Cups und diese Dymo-Filter die Druckdaten aufbereitet. Naja, das Ganze basiert auf den offiziellen Dymo Cups Printer Driver. Das ist tatsächlich ein Treiber, der von Dymo selber nämlich bereitgestellt wird. Und hier stehen auch die ganzen Sachen, wie man drucken kann. Es gibt nur leider ein Problem. Der Dymo Label Manager PC2 wird zwar offiziell supported und wir sehen ja, es kommt auch was raus, aber er ignoriert die Seitenabstände. Das heißt, ich habe immer links und oben
einen gewissen Abstand, der nie bedruckt wird. Das heißt, wenn ich ein 12 mm Etikett mache, dann fängt das aber irgendwie so einen halben Millimeter von oben an und wir kommen unten bei 12,5 mm raus. Das heißt also, ich kann das Band nicht sinnvoll nutzen. Ich bin mir relativ sicher, dass das ein Problem irgendwo in dem Treiber ist, aber ich muss ehrlich sein, hier einen kompletten Treiber für einen Drucker auseinanderzunehmen, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen und nee, so viel Schmerzen verursacht es dann doch nicht. Das heißt, ich habe jetzt so einen halb funktionierenden Drucker hier. Prinzipiell, ich kann das Ding an USB anklemmen, dann habe ich Strom und ich habe WLAN. Das funktioniert also schon mal einwandfrei, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann den auch per WLAN benutzen, entweder übers Webinterface mit halt diesem Problem, dass ich einen Teil vom Band nicht nutzen kann. Alternativ kann ich aber auch den Originaltreiber nutzen. Denn was mit CUPS immer noch geht, ist den Drucker auf einem PC lokal zu installieren, mit den Treibern des Herstellers und dann auf dem Client-PC direkt die Druckdaten für Dymo aufzubereiten. Und wenn der CUPS dann sieht, okay, die Daten sind schon für den Dymo, dann wandelt er sie nicht mehr um. Und entsprechend kommt es dann genauso raus, als ob wir den Drucker lokal angeklemmt hätten. Geht natürlich dann nicht unter Linux, weil der Treiber, wie gesagt, das Problem hat. Aber wenn man einen Windows-PC zum Beispiel hat und da zum Beispiel die offizielle, diese Dymo Label Editor oder so heißt das Ding, glaube ich, wenn man das darauf ausführt, dann kommt das Etikett auch wirklich 100% richtig daraus. Also kein 100%iger Erfolg, aber hey, immerhin, es kommt am Ende ein Bild raus und ich kann im Zweifelsfall gerade irgendein Windows starten und dann damit die Beschriftungen machen. Ist besser als nichts. Auf Dauer muss ich mal gucken, ob man irgendwie vielleicht den Treiber nochmal überzeugt bekommt, den Seitenrand wegzulassen. Aber fürs Erste, hey, ich kann zumindest mal Etiketten machen. Wenn auch nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Aber zumindest die Grundfunktion ist da und damit deklariere ich das mal als tut so grob, was es soll.